Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video und herzlich willkommen in Forza Horizon 5. Endlich ist es draußen, wir haben so lange drauf gewartet und ich muss sagen, ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich bin frisch reingegangen und habe mir die Welt jetzt schon mal so ein bisschen angeguckt. Aufnahme starten. Los. Wir werden heute ein bisschen gemütlich rumfahren, ein bisschen driften. Ich habe mir die Shelby hier fertig gemacht. Richtig schönes, sexy Teil mit grünen Bremssätteln. Komplett in Schwarz, viel Carbon. Und, wer denn? Ja, er will. Und, muss erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Ich habe nämlich in der letzten Zeit ein bisschen weniger gezockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das, was ich bis jetzt sehe, also, die haben sich echt Mühe gegeben, muss ich sagen. Gefällt mir echt gut, das Spiel bis jetzt. Und vor allem der Sound von den Autos. Ein Traum. Ein absoluter Traum. Also wirklich. Oh shit. Ja. Wieder frisch angefangen. Muss ich erstmal wieder reinkommen mit den ganzen Drift-Settings. Das ist ja Gott sei Dank so ziemlich das gleiche geblieben. Also wir halten mal eben hier an. Ja. Die Drift-Einstellungen sind ja so ziemlich das gleiche geblieben. Auto. Na. Will er nicht. Auto-Tune. Hier von den Einstellungen. Gott sei Dank. Man konnte viel von Forza übernehmen, auch von den Lenkrad-Einstellungen her. Bisschen was geändert, zeige ich euch gleich. Hier bei den Reifen ist der immer wichtig, dass wir da weniger Bar drin haben als vorne, damit wir einfach mehr Grip auf der Straße haben. Bei der Übersetzung ist es immer von Auto zu Auto unterschiedlich, wie viel Power hat man, wie viel Leistung. Ich habe es jetzt so geregelt, könnt ihr für euch selber mal gucken. Ihr versucht einfach die Gänge klein zu halten, die einzelnen, nah beieinander. Und dann ausprobieren, welcher Gang für euch am besten ist. So zeige ich euch gleich in Game, dass der Drehzahlbegrenzer nicht anschlägt. So, bei der Ausrichtung natürlich voreingestellt vom Spiel, wenn man die Drift-Settings einstellt. Negativer Sturz, normal, Radsturz hinten, 0. Die Spur habe ich jetzt auch auf 0 gestellt bei vorne und Heck. Wenn ihr Tandem-Drift macht, dann könnt ihr das ruhig auf 3 bis 5 stellen. Dann habt ihr einfach mehr Kontrolle im kompletten Drift. Aber ich versuche auch so ein bisschen die Straßen kennenzulernen und mal ein paar weite Drifts zu machen. Deswegen lasse ich den auf 0 stehen. Der Rest ist alles Standard. Stabilisatoren sind hier jetzt auf weich. Wenn euch das zu schwierig ist vom Lenken und das Auto zu schnell ausbricht, dann würde ich hinten einfach eine gute Stange mehr reinmachen. Dann schiebt er ein bisschen mehr über die Achse. Er bricht nicht direkt aus. Er schiebt einfach ein bisschen mehr über die Achse und dadurch wird es einfacher, das Auto zu handeln. Wie gesagt, ich bin kein Profi. Ich versuche das so ein bisschen zu erklären. Wer es versteht, versteht's. Wer es nicht versteht, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Dann können wir das nochmal ein bisschen besser durchforsten, ein bisschen mehr erläutern. So, bei den Federn bin ich auch auf weich gegangen. Wenn man bei den Federn hinten, wenn man Heckantrieb, ist natürlich normal beim Drifter. Allradantrieb ist nochmal was anderes. Aber wir reden jetzt vom Heckantriebler. Beim Weichen liegt das Auto mehr auf der Straße, sagen wir es mal so. Und beim Harten hüpft er mehr. Wenn man das Auto die Federn hart hat, dann hoppeln die quasi so. Und beim Weichen schmiegt er sich schön rein. Deswegen, wir haben ein Auto mit, glaube knappe 600 PS. Kann man das hier sehen? Nee. Dämpfer genauso, auf weich gestellt. Druckstufenhärte, Aerodynamik habe ich bis jetzt auch noch nichts verändert. Das Auto gefällt mir eigentlich ganz gut so. Wenn man Probleme in den Kurven hat, kann man das auch ein bisschen, ne, also wenn man längere Drifts machen möchte, kann man das auch auf Geschwindigkeit stellen. Und mehr Kurven natürlich auf Kurven. Aber ich wollte jetzt erstmal wieder reinkommen und erstmal gucken, wie funktioniert das Auto überhaupt, wie verhält sich das. Deswegen alles normal. Bei den Bremsen, damit man schnell den Drift wechseln kann, habe ich die Kraft ein bisschen nach vorne gelegt und den Druck ein bisschen erhöht, damit man einfach schneller agieren kann und das Heck so ein bisschen rumschmeißt. Beim Differential, Beschleunigung, ja, kannst du schon 195 machen. Verzögerung ist dafür da, dass wenn du aufs Gas drückst,
dann fängt er sofort an, die Reifen durchdrehen zu lassen. Oder du gibst ihm ein bisschen Spiel, dass wenn du im Drift bist und du beschleunigst, dass das Auto dann nicht direkt einen Abzieher macht, sondern du ein kleines bisschen Zeit hast, um dass das Auto reinkommt in den Drift. So, das zu den Einstellungen. Nein, wollen wir nicht. Hier haben wir noch ein paar Einstellungen. Schwierigkeit natürlich, durchschnittlich, individuelle Fahrhilfen, Bremse komplett aus, Lenkung Standard, Simulation ist mir jetzt persönlich noch ein bisschen zu schwer. Traktionskontrolle aus, Stabilitätskontrolle aus, brauchen wir alles nicht. Handschaltung, wir können natürlich auch mit Kupplung fahren, ist alles vorhanden. Aber die Handschaltung macht es einfach noch mal ein bisschen einfacher. Ideallinie brauchen wir nicht. Schaden haben wir keinen. Mut und Gameplay, erweiterte Steuerung. Innerer Toleranzbereich, Lenkung 0. Äußerer Toleranzbereich, den habe ich mir tatsächlich, stand davor auf 100. Das ist eine Voreinstellung, ganz normal. Dadurch kann man den ganzen Lenkeinschlag benutzen. Ich habe mir den runtergestellt, ich weiß jetzt nicht mehr auf wie viel. 70, 80, lassen wir mal auf. Oder war er auf 40, ich weiß nicht mehr genau. 60, 50. Wir lassen einfach mal auf 50 stehen. Gucken mal, wie es sich verhält. Das ist einfach dafür da, dass man nicht so viel braucht, damit das Auto reagiert. Kann man auch in den Trustmaster-Einstellungen selber einstellen oder im Logitech. Aber wenn man das hier vornimmt, dann kann man direkt schnell hin und her switchen. Finde ich persönlich besser. Lenkungslinearität 50. Innerer Toleranzbereich Beschleunigung. Ist alles normal eingestellt. Kupplung. Brauchen wir alles nicht. Handbremse kann man natürlich voll knacken lassen. Ich habe mir ein bisschen Spielraum gelassen, damit man einfach so ein bisschen timen kann. Force-Feedback-Skalierung ein bisschen runter, weil das doch schon, also ich habe es auf 100 stehen bei den Einstellungen. Kann man ruhig ein bisschen runterstellen. Zentralfeder-Skalierung. Wenn das Lenkrad so ist und das Auto will wieder in gerader Position, wie schnell oder wie hart sich das wieder zurückdreht. Habe ich ein bisschen verstärkt. Lenkraddämpfer-Skalierung. Mechanischer Radlauf. Force-Feedback. Bla bla. Alles normal. Alles normal. Lenkempfindlichkeit auf 0,7. Man kann natürlich noch mehr machen. Aber das gibt einem nochmal so ein bisschen mehr Spielraum. Gehen wir mal auf 0,8. So. Speichern und fortfahren. Haben wir noch was? Tastaturbelegung. Lenkrad ganz normal. Video-Settings können wir auch nochmal schnell durchgehen. Framerate variabel, Benutzeroberfläche. Ja, dann müssen wir gleich mal eben schauen, ob das überhaupt funktioniert. Oder wir nicht doch besser auf 60 FPS gehen können. Gucken wir, OBS das verkraftet. Ja, wir probieren es einfach mal eben aus. Anzeige, alles aus. Blickfeld, auch alles normal. Komplett auf hoch. Mehr geht nicht. Trotzdem muss ich sagen, finde ich bis jetzt die Qualität vom Spiel mittelmäßig auf vollen Einstellungen. Ich hoffe, die bringen da noch ein Update zu raus, dass einfach nochmal ein bisschen mehr geht. Da würde ich mich persönlich drüber freuen. So. Dann schauen wir einfach mal, wie es funktioniert. Und hört euch mal einfach den Sound an. Gebt euch das. Ist das nicht der Wahnsinn? Und auch das Schalten. Also die Corvette, die ich jetzt als erstes gefahren habe, das Schalten ist wirklich ein absoluter Traum. Ja. Also ich finde persönlich die Einstellung von dem Auto bis jetzt relativ entspannt. Die Gänge funktionieren gut für die Geschwindigkeit. Wir versuchen eigentlich nicht zu schalten beim Fahren, beim Driften, weil das uns wieder rausbringt. Aber wir sind ja hier auch so ein bisschen beim Kennenlernen und gucken, wie verhält sich alles. Oh, da war ein bisschen viel. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn euch irgendwas fehlt, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann können wir die schön ausdiskutieren in den Kommentaren.
Jetzt bin ich sogar im fünften Gang. Das finde ich persönlich schon zu hoch. Oh. Ich wollte eigentlich immer im vierten Gang fahren. Ja. Jetzt ist der Boden auch noch ein bisschen nass. Also das haben die auch echt gut hingekriegt. Das merkt man ziemlich gut beim Regen. Schön. Endlich mal wieder ein neues Forza. Ein bisschen in Mexiko. Unterwegs. Finde ich schon gut. So, wir gucken mal eben. Wo können wir uns denn mal hinmachen? Wo war ich noch nicht? Ja, hier dieses ganze Abteil hier habe ich zum Beispiel noch gar nicht gesehen. Da unten wollte ich auf jeden Fall unbedingt mal hin. Aber das machen wir dann schön mit dem Geländewagen. Hier oben in der Wüste war ich noch gar nicht. Ich habe erstmal hier die Driftstrecke ausprobiert, die ich so gesehen habe. Ja, also vieles, was wir noch erkunden können. Flughafen, da war ich schon mal kurz. Ich glaube, wir machen mal eine entspannte Spritztour hier zum Strand. Und gucken uns das mal an. Also ich muss schon sagen, also wirklich der Sound, der kommt sehr gut zur Geltung. Oh, shit. Und auch die Autos, die ich bis jetzt so gesehen habe im Spiel, wirklich heftig. Shit. Oh, ich muss nochmal eben, also, das ist ja wirklich der Wahnsinn, ne? Auch vom Interieur her, wirklich toll geworden. Wir haben sogar, wenn wir fahren, unten im Display die G-Kräfte. Ob wir nach links oder rechts fahren, wenn wir bremsen. Ist schon echt Liebe zum Detail, muss ich sagen. Ja, von der Vegetation, da können die noch ein bisschen was ändern. Aber ansonsten echt nice. Gar nicht, wo ich hier bin. Und durch die Handbremse, die ich gerade gezogen habe, die ist eigentlich nur dafür da, um die Drifts zu verlängern. Wenn man in einem Drift ist, in einem bestimmten Winkel, so, und man will den verlängern, dann zieht man, ne, und umso länger wird der Drift. Ich weiß auch, dass wenn man den Drift Sport betreibt, bei Tandem Drifts, dass die Handbremse Fehlerpunkt ist. Also die darf man beim Driften eigentlich nicht benutzen. Aber für Hobby-Drifter so wie uns, oder so wie mich, kann man die ruhig zum Driften nehmen. Hier sollte irgendwo ein Schild sein, sehe ich. Aber wo? Ah, oben am Dach. Nee, dann machen wir später. Das war knapp. Oh. Das ist schon wieder. Also, ich
ich finde, es ist ein bisschen was anderes als in Forza Horizon 4. Auf jeden Fall. Das Auto ist feinfühliger, finde ich. Aber ich bin so hyped, so viele neue Sachen, so viele coole Orte zu entdecken. Das Einzige, was ich bis jetzt davon gesehen habe, waren die Trailer. Die habe ich auch selber gepostet auf meinem TikTok-Kanal. Gaming4T300. Ich blende euch das mal ein. Könnt ihr gerne mal abchecken. Da kommen jetzt in der nächsten Zeit auch wieder mehr Videos. Ich glaube, wir sind schon in dem Bereich drin, oder? Mal eben schauen, wo wir sind. Ah ja. Ah ja, okay. Also ich muss sagen, von der Vegetation her, das habe ich bei Forza Horizon 4 auch nicht gefeiert, dass die Bäume einfach aussehen wie Papier. Wie draufgeklebt. Das ist ja auch leicht der Fall, wenn man so im hinteren Bereich guckt, hinterm Auto. Naja, da geht noch mehr. Für volle Qualität, für volle Grafikeinstellungen. Ja. Aber trotzdem, wie gesagt, gefällt mir gut. Meckern auf hohem Niveau. Oh. Ja, er kommt noch nicht so wirklich rein, ne? In so ganz großen Drifts ist er noch nicht so ganz gut. Einfach noch ein bisschen mehr Pep reingeben. Hier sollen auch irgendwo richtige Künstlergemälde sein, die man besichtigen kann. Davon habe ich bis jetzt auch noch keins gesehen. Und überall stehen Motorräder rum, ne? Ob das irgendwas zu bedeuten hat? Ups. Sorry. Boah, hier würde ich gerne wohnen, ne? Ja, hier so das gelbe Haus da. Da sehe ich mich drin. Da sehe ich mich drin. Schönes Volleyballfeld. Oder hier. Schon nice. Und Maus ist auch noch ein bisschen schnell eingestellt. Hey Jungs, wie ist es? Was macht ihr Schönes? Ah, deswegen habe ich in letzter Zeit auch viel GTA gespielt. Man hat auch geile Autos mit Mods, schöne Qualität. Und man kann aussteigen. Man kann rumlaufen. Man kann auch so viele andere Sachen machen. Deswegen feiere ich GTA auch extrem. Ah, sieht schon echt schön aus. Fahren wir mal hier rein und gucken uns das mal alles an. Warte mal, das ist doch das hier aus dem Trailer, oder nicht? Ist das nicht die Straße hier? Wo man da diesen Künstler sieht. Wo der Lambo hier an der Seite parkt. Ist das nicht hier? Nein. Ah, guck mal, hier ist ein Schild. Das können wir mal direkt mitnehmen. Ah, doch, hier. Ja. Kann man das jetzt irgendwo gucken? So. Muss man davon jetzt irgendwie ein Foto machen oder so? Kann man da irgendwie ein Foto? Ich schieße ein Foto vom Wandbild von Star 27.
Schieße ein Foto eines modernen Sportwagens. Nehmen wir unser erstes Bild. Nehmen wir. Speichern. Ja, teilen. Das wird das erste Thumbnail für Forza Horizon 5. Ja, wollen wir verlassen. El Taco Fellos. Ja, ich wünschte, ich könnte auch ein bisschen Musik im Radio anmachen. Weil ich glaube, die haben schon echt coole Lieder hier. Aber ich habe keinen Bock auf Copyright Strike. Ich muss auch sagen, der Shelby ist ein echtes Biest, ne? Den habe ich in Forza Horizon 4 auch schon gefahren. In grün. Ich habe mir jetzt auch überlegt, die Videos auf Deutsch zu machen. Dann kann ich auch ein bisschen erzählen dazu. Finde ich persönlich besser, weil ich nicht der beste Englischredner bin. Aber ich habe das, den Kanal komplett angefangen auf Englisch zu machen. Und wir sind jetzt noch nicht so groß. Ich denke mal, der Unterschied wird sich erst später bemerkbar machen und deswegen steigen wir um auf Deutsch. Lasst mir mal ein Feedback da, wie ihr das findet. Ich meine, ich kann ja einen englischen Untertitel mit reinpacken. Dann können sich das auch die englischen Leute angucken. Ja, da wieder ein blaues Motorrad. Ah, die City ist nice. Hi. Gefällt mir echt gut. Okay, jetzt wollen wir noch ein bisschen driften. Also hier muss ich sagen, habe ich doch, also fühle ich ein paar Lags. Und also nochmal den äußeren Toleranzbereich, der hat mir gerade auch einiges erleichtert, wo ich mich ein bisschen rumprobiert habe. Als ich das Auto eingestellt habe, totale Probleme gehabt. Es hat sich absolut nicht schön angefühlt, das Auto zu fahren. Und mit diesem Toleranzbereich ist es auf jeden Fall ganz entspannt geworden. Den ein bisschen runterzustellen, macht das echt viel einfacher. Ist wie Butter. Der lenkt sich von alleine. Ja, das Gebiet ist ein bisschen laggy, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde auch, also, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Die Sonneneinstrahlung sieht gut aus. Aber die Bäume. Meine Fresse, was ist da los? 1900 Zwieback. Irgendwie komisch. Naja. Mal gucken, wo sind wir denn jetzt? Hier. Na komm, dann suchen wir uns mal eine schöne Location hier drin. Und dann würde ich sagen, war's das schon für das Video. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet bis jetzt. Hinterlasst gerne ein Like und ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht das gut.
die Vogelgeräusche, ne? Echt nice. Aber die Qualität. Ich habe gehört, auf Xbox soll besser sein. Auf Xbox soll echt besser sein. Oh. Naja, wir warten mal auf ein Update. Macht's gut. Haut da rein.